Wird es eigentlich Zeit, Deutschland zu verlassen? Immer mehr Zeitgenossen machen sich Sorgen über das, was hier von der Regierung kommt und was hier politisch abgeht. Ich begrüße keinen Unbekannten. Hallo, Markus Krall. Hallo Amros, ich freue mich wieder bei Ihnen zu Gast zu sein. Ja, Sie sind ja auch eigentlich ein Opfer von Nancy Faeser geworden. Was sagen Sie denn zu den Geschichten, die man in letzter Zeit so hört? Die Ereignisse überschlagen sich ja regelrecht. Ja gut, ich bin ja schon lange der Meinung und ich habe es auch öffentlich gesagt, dass Frau Faeser, die eine Linksradikale ist und eine linksradikale Vergangenheit hat und früher für Magazine geschrieben hat, deren Verfassungstreue mit Sicherheit viel stärker in Frage steht als die eines gerade verbotenen Magazins, dass diese Person eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt und dass die Politik, die sie betreibt, frontal gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. Und zwar deswegen, weil die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist nicht das Privateigentum von Frau Faeser oder einige andere Sozialisten, die die Demokratie in unserem Land neuerdings als unsere Demokratie bezeichnen, so gerade als wäre es ihr Privateigentum. Nein, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die besteht zuvörderst nicht nur aus Wahlen, obwohl das auch dazu gehört, sondern die besteht vor allen Dingen aus Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und zwar auch in dem Sinne, dass die Regierung unter dem Recht steht und nicht über dem Recht. Es gibt für das Verhältnis von Regierung und Recht, das habe ich schon vor langer Zeit mal in einem meiner Bücher versucht darzulegen, nur zwei mögliche Verhältnisse. Entweder steht die Regierung unter dem Recht, dann ist sie verantwortlich vor dem Recht und damit auch dem Volk. Und in dem Fall, dass das so ist, hat die Regierung Angst vor dem Volk. Und zwar deswegen, weil das Volk die Regierung zur Verantwortung ziehen kann. Diesen Aggregatzustand, den nennt man freiheitlich-demokratische Grundordnung. Oder die Regierung steht über dem Recht. Und in dem Fall hat die Regierung keine Angst vor dem Volk, sondern das Volk hat Angst vor seiner Regierung. Und diesen Aggregatzustand nennt man nicht freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern Tyrannei. Und die Regierung, die wir haben, bildet sich zumindest ein, über dem Recht zu stehen und das Recht so weit verbiegen zu können, dass es bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wird. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen im Lande kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat haben. Und dieses schwindende Vertrauen in den Rechtsstaat untergräbt diesen Rechtsstaat letztendlich ebenso in der gleichen Weise, wie die aggressive Art und Weise, mit dem Umzugehen der Regierung ihn untergräbt, sodass der Rechtsstaat von zwei Seiten quasi im Belagerungszustand ist. Und ich halte das Verhalten von Frau Faeser und auch gerade jetzt im Zusammenhang mit der Kompaktaffäre im höchsten Grade für problematisch und für gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und auch gegen den Rechtsstaat gerichtet. Es ist geradezu so, dass die Gleichsetzung einer GmbH mit einem Verein, was sie rein rechtlich einfach schlicht nicht ist, nachgerade eine Verhöhnung rechtsstaatlicher Prinzipien von Logik und Stringenz ist. Und ich habe dazu eigentlich nur etwas ironisch zu sagen, ein Verein ist ebenso wenig eine GmbH, wie die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH ist, weil das ja auch immer wieder behauptet wird und Blödsinn ist. Würden Sie denn sagen, Frau Faeser ist die größte Gefahr für unser Land aktuell? Sie ordnet sich jedenfalls in die Top-Liga der Gefahren für unser Land ein. Ob es die größte ist, ist angesichts der Gefahren, die sonst noch da drohen und lauern, schwer zu sagen. Denn wir haben ja eine Reihe von Bedrohungen. Wir haben einen bedrohten Frieden, den hatten wir seit 1945 nicht mehr so bedroht wie jetzt. Noch nicht mal die Kuba-Krise 1962 war halb so gefährlich wie unser aktuelles geopolitisches Problem. Und auch da tut aber die gleiche Regierung, die den Frieden nach innen gefährdet, gefährdet ihn auch nach außen. Und allerdings sind da andere Akteure primär am Werk und nicht Frau Faeser. Wir haben eine bedrohte Wirtschaftslage und die Situation, dass die Wirtschaft so abzustürzen droht, dass der innere Frieden dieses Landes gefährdet wird. Dafür ist der Hauptverantwortliche Herr Habeck. Und wir haben einen bedrohten inneren Frieden beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Dafür ist die hauptverantwortliche Frau Faeser. Über allem droht Olaf der Vergessliche. Es sind keine guten Aussichten. Also mit Deutschland geht es bergab wahrscheinlich. Also zunächst mal sieht es so aus, dass es steil bergab geht. Und es bleibt zu hoffen, dass das Volk rechtzeitig kapiert, auf welchem abschüssigen Pfad wir uns hier bewegen.
Ich fürchte allerdings, dass das Volk erst aufwacht, wenn die Katastrophen, die da produziert werden, bei ihm im Geldbeutel, beim Lebensstandard und bei der Sicherheit auf der Straße ankommt. Letzteres ist schon der Fall, aber der Lebensstandard ist im Moment noch so, dass dadurch, dass man von der Substanz leben kann, es noch nicht so bei allen angekommen ist, wie sehr seine Grundlagen zerstört werden. Immer mehr Unternehmen sagen ja, wir wollen raus aus Deutschland. Sie sind auch raus aus Deutschland. Flucht aus Deutschland. Das dürfte eine Tendenz sein, die immer mehr zunimmt angesichts der politischen Lage bei uns und auch der ökonomischen Lage. Ja, es ist natürlich so, dass Deutschland ist ein Land, in das die Ungebildeten einwandern und die Gebildeten auswandern. Und die Erfolglosen einwandern und die Erfolgreichen auswandern. Die Leistungsträger auswandern und die Leistungsempfänger einwandern. Das ist Deutschland 2024. Und es ist natürlich so, dass wenn genügend Menschen das Land verlassen, die vorher mal fleißig Steuern bezahlt haben, und ich bilde mir ein, dass ich das 35 Jahre lang mehr als nur fleißig und überdurchschnittlich getan habe. Ja, also 35 Jahre lang habe ich Steuern bezahlt, ohne ein einziges Steuersparmodell jemals auch nur angefasst zu haben. Weil ich immer der Überzeugung war, erstens, ich leiste meinen Beitrag und zweitens, Steuersparmodelle rechnen sich am Ende nicht, weil sie im Prinzip von Subventionen leben und ich Subventionen ablehne. Wenn die alle das Land verlassen, dann werden unsere Geldausgebe-Weltmeister irgendwann feststellen, dass man Steuerbescheide nicht essen kann. Ja, die Ökonomie, die Wirtschaft ist die eine Sache. Die andere ist natürlich auch die Angst mehr oder weniger vor politischer Verfolgung, wo Sie ja auch ein Beispiel sind. Sie sind in die Schweiz geflüchtet, kann man doch fast schon sagen. Ja, also geflüchtet bin ich nicht. Ich halte mich nach wie vor gelegentlich in Deutschland auf. Aber ich bin im Grunde genommen ein Wirtschaftsflüchtling, weil ich gesagt habe, ich bin nicht mehr bereit, dieses System mit einem Cent mehr Steuern zu unterstützen, als ich legal zu zahlen verpflichtet bin. Ich bin auch nicht bereit, irgendwann unter die Reichsfluchtsteuer, die jetzt Wegzugssteuer heißt, zu fallen. Und habe deswegen von Anfang an mein Unternehmen, das jetzt gerade frisch gegründet ist, nicht in Deutschland gegründet. Und meine Wohnung in Frankfurt wird aufgelöst oder ist schon zum großen Teil aufgelöst. Und bis noch ein paar Tage rum sind, wird der letzte Kugelschreiber in der Schweiz angekommen sein. Ja, aber es sind ja offenbar nicht nur ökonomische Gründe, die Sie zum Weggang bewegt haben, sondern auch das, was man politisch mit Ihnen gemacht hat, Ja, also wie der also Stich sicher, Nancy Faeser. man hat jede Schikane sich ausprobiert, die man sich ausdenken konnte gegen jemanden, der, ich sag mal, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und der als Zeuge in einer Weise verfolgt worden ist, wie man das sonst mit Verbrechern und Angeklagten und Beschuldigten macht. Das hat man gemacht. Man hat auch illegale Dinge nicht ausgelassen. Man hat meine privaten Daten an die Presse durchgestochen. Aber da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Das sind alles Dinge, die meine Geduld mit diesem, wie soll ich sagen, am verunfallten Rechtsstaat, so kann man es, glaube ich, am ehesten beschreiben, in diesem verunfallten Rechtsstaat, der keiner mehr zu sein scheint, erschöpft haben. Und deswegen bin ich jetzt in ein Land gegangen, bei dem ich erstens einen kleineren, schlankeren Staat sehe, in dem ich zumindest, was die Reaktion vieler Menschen, die mich auf der Straße ansprechen, nicht ganz unwillkommen bin, was mich sehr freut. Und mein ganz herzlicher Dank geht an die vielen Schweizer, die mir hier willkommen schon zum Ausdruck gebracht haben. Das gibt ein schönes Gefühl. Das ist eine große Freundlichkeit, die einem entgegenkommt und entgegenschlägt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ein Land, in dem der Staat nach wie vor zwar den gleichen Herausforderungen sich gegenübersieht, wie andere Länder auch wie Deutschland, aber in dem der Abbau von Rechtsstaatlichkeit und den Normen, die unsere zivilisierte Gesellschaft ausmachen, auf keinen Fall auch nur annähernd so weit fortgeschritten ist wie in Deutschland. Und deswegen fühle ich mich da sehr wohl im Moment. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich bin auch zuversichtlich, dass es so bleibt. Und ich habe ja auch mit dem Schweizer Rechtsstaat schon positive Erfahrungen gemacht. Gerade in der Sache, wo man mir in besonderer Weise an die Ehre wollte, indem man mich zum Antisemiten abstempeln wollte, durch eine Pressekampagne, die übrigens auch von Deutschland aus mitgesteuert worden war, nämlich durch einen gewissen Herrn Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Hier ist es so, dass die Schweizer Gerichtsbarkeit mir in vielfältiger Weise schon Genugtuung verschafft hat, durch Strafmandate wegen Rufmords und übler Nachrede gegen einige der Beteiligten, noch nicht gegen alle. Aber ich bin zuversichtlich, dass
das auch weiter so laufen wird und dass der Versuch der bürgerlichen Vernichtung, und nichts Geringeres ist ja der Vorwurf des Antisemitismus in Deutschland nach 1945. Also wenn man in Deutschland jemandem Antisemitismus unterstellt, das ist nichts Geringeres als der Versuch, ihn sozial, ökonomisch und bürgerlich zu vernichten als Menschen. Dass dieser Versuch in der Schweiz scheitert. Und in Deutschland hätte ich wahrscheinlich viel schlechtere Karten gehabt, wenn ich da versucht hätte, mein Recht durchzusetzen. Es gibt ja immer wieder diese Vergleiche, dass wir uns in Richtung DDR 2.0 oder so bewegen. Also wenn diese Tendenz zutrifft, dass Menschen gehen, A, aus politischen Gründen und B, aus wirtschaftlichen Gründen. Wie ist denn da die Perspektive für Deutschland? Wie sieht das aus in 5 Jahren? Na ja gut, das, was wir hier sehen, ist das, was Ayn Rand in ihrem Buch Atlas Shrugged als Unternehmerstreik bezeichnet hat. Ein Land, das seine Leistungsträger ausplündert und dessen Politiker ihr Wohlleben und ihren Champagner davon finanzieren, dass sie die Leistungsträger berauben, um es lauten Leistungsempfängern und Alimentierten zu geben. Ein solches Land kann auf Dauer nicht existieren. Die Leistungsträger wandern ab, sie bestreiken dieses Land und völlig zu Recht tun sie das. Und das führt dann irgendwann dazu, dass das T kollabiert, nämlich das T, bei dem eine immer dünnere Säule, die da in der Mitte steht, einen immer dickeren T-Balken, der oben drüber liegt, tragen soll. Und wenn der T-Balken immer dicker wird und die Säule, die es trägt, immer dünner, dann wird das System irgendwann zusammenbrechen. Es ist zu hoffen, dass das bald passiert, denn das ist die Voraussetzung für fundamentale Reformen. Das bedeutet doch aber auch für den Euro und für die Eurozone nichts Gutes, denn der Euro ist ja eigentlich gebackt von Deutschland. Wir haften und wenn Deutschland den Bach runtergeht, dann müsste eigentlich auch der Euro den Bach runtergehen. Ja, Maggie Thatcher, die eine sehr weise Frau war und die ich für eine vorbildliche Politikerin und Staatsmännin halte, die hat mal gesagt, die EU ist am Ende, wenn ihr das Geld der Deutschen ausgeht. Und ich sage mal so, zusammen mit Ayn Rand ist ja Maggie Thatcher die Frau, die meinen Glauben an die Berechtigung der politischen Teilhabe von Frauen aufrechterhält, nach allem, was wir mit Merkel, von der Leyen und anderen in Deutschland erleben müssen. Ja, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass nicht auch Frauen gut regieren können. Die beiden sind als politische Größen des 20. Jahrhunderts ein Beispiel dafür. Es lohnt sich zu studieren, was die zu sagen hatten. Nochmal zum Euro. Also ich meine, der müsste dann auch irgendwann kollabieren. Ja, der Euro, der wird auch bald weg sein. Also da bin ich ganz entspannt, was das angeht. Der Euro ist als Währung, Entschuldigung, muss mal kurz unterbrechen. Der Euro ist als Währung eine Fehlkonstruktion. Und wir können aus 600 Jahren Papierwährungsgeschichte eine Sache ablesen. Von den 500 Papierwährungen, die es in diesen 600 Jahren gegeben hat, hat keine länger gelebt als 100 Jahre. Die meisten sind nach 50 Jahren untergegangen, schlecht konstruierte nach 25 Jahren. Und führt dann dazu, dass wir auch beim Euro sehen werden, dass er als schlecht konstruierte Währung sicher keine 50 Jahre hält. Sicher wird sein Zusammenbruch näher an der 25-Jahres-Grenze sein als an der 50-Jahres-Grenze. Denn sein Geldmengenwachstum verläuft exponentiell. Er oszilliert jetzt zwischen inflationären Phasen und deflationären Phasen und wir können da beobachten, wie das Ganze schiefgeht. Markus Krall, das sind keine guten Aussichten, aber sie mussten mal gesagt werden. Ich danke ganz herzlich, dass Sie heute bei mir waren und diese Analyse unseren Zuschauern übergeben haben. War mir wie immer ein Vergnügen, Herr Boss. Auf bald.